Ja, liebe Gemeinde, was für ein Vorrecht, heute Morgen hier zu sein. Eben in Anbetung. Ich weiß nicht, kam mir die Frage persönlich so in meinem Herzen auf. Gott, du hast mich erwählt, vor deinem Thron zu stehen. Ja, so sehr hat er mich und dich geliebt, dass wir es dürfen. Und ich bin Gott so dankbar für diesen Moment. Ich weiß nicht, wo wir das Lied gerade gesungen haben. Schien mir so, ob Milliarden von Menschen mitsingen würden, Milliarden von Stimmen mit uns mitsingen würden. Der Himmel singt und ich glaube, der Himmel singt wirklich. Nicht als eine Person. Kein Wunder, dass Apostel Johannes sagt, und hört deine Stimme wie ein Meeresrauschen. Wenn Milliarden von Menschen anfangen zu singen, ich kann mir vorstellen, das kann sowas ergeben. Und wenn man so in der Gegenwart Gottes ist, ich weiß nicht, wie es euch aber geht, und manchmal denke ich, Gott, kann man einfach hier so bleiben, einfach länger, bis zum Abend hin oder so. Was ist mehr und besser, als im Willen Gottes zu stehen? Wisst ihr, heute Morgen, ich spüre, ich bin zur richtigen Zeit an einem richtigen Ort. Und das macht glücklich. Ich bin Gott so dankbar, heute Morgen hier sein zu dürfen. Wisst ihr warum? Weil Jesus hier ist. Weil der Heilige Geist uns zu Jesus führt und der Geist Gottes ist heute Morgen hier. Und ich bin Gott dankbar dafür. Jesus, mein Retter, der mich errettet hat, ist heute Morgen hier. Der Schöpfer dieser Welt. Ja, wenn wir uns manchmal die Natur anschauen, wie Angelina heute sagte, also ich schaue mir manchmal die Natur an und denke, wie kann man nur Krieg führen und diese Schönheit zerstören? Wie nur? Das geht in meinen Kopf nicht rein. Und in dieser schönen Natur leben die schönen Menschen drin, Geschöpf Gottes. Oh, und dann denke ich nur, allein aus diesem Grund darf man doch gar keinen Krieg führen. Weil die Schöpfung Gottes, die Menschen leben in dieser schönen Natur und Menschen zerstören das. Aber heute Morgen hat Gott eine Botschaft für uns. Über das Reich Gottes. Wer ist der Größte im Himmelreich? Wisst ihr, und ich weiß gar nicht, manchmal denke ich, diese Gemeinde ist schon ein paar Tage älter. Eigentlich hat man doch alles gepredigt, oder? Eigentlich wissen wir doch alles hier. Aber ich weiß nicht, der Geist Gottes weist uns trotzdem auf manche Punkte hin. Uns daran zu erinnern und wieder zurückzukommen. Und in Matthäus 17 lesen wir, wie Jesus mit den Jüngern spricht. Und dort erzählt Jesus den Jüngern, dass er die Erde verlassen muss. Dass er sterben wird. Und das ist in Matthäus 17, Vers 23, in 22, wo er das erklärt. Und im 23 steht, und sie wurden sehr betrübt, die Jünger. Auf einmal wurden sie sehr traurig nach dieser Nachricht, die Jesus ihnen gesagt hat. Hört mal, ich werde euch bald verlassen. Und dann, Kapitel 18, Vers 1, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist der Größte im Himmelreich? Die haben verstanden, ja, Jesus geht bald. Ja, irgendeiner muss ja seinen Posten vielleicht übernehmen. Ich weiß nicht, ob es deine so Gedanken waren. Es muss ja jemand den Stab überreichen, Stabsübergabe oder irgendwie sowas desgleichen. Irgendeiner muss ja das so weitermachen, wie Jesus das weitergemacht hat. Ja, wer denn wohl? Wer wird ja wohl der Pastor hier oder wer wird der Leiter hier sein, so wie Jesus? Wer wird der Meister oder der von Jesus zu sein? Wer? Ja, der Größte ist. Ja, die Frage ist bloß, wer? Wer klärt das? Das kann ja nur Jesus klären. Er ist ja der Meister. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen, wo die Jünger ihn fragen, wer ist der Wichtigste im Reich Gottes? Der oder ich oder wer? Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wer Chosen gesehen hat. Petrus war, kann mir vorstellen, einer von denen, der dachte, sehr wahrscheinlich bin ich der Wichtigste, weil ich setze mich ja am meisten ein. Wisst ihr, und das ist manchmal so menschlich zu denken, ja, der sich am meisten einsetzt, der ist der Wichtigste im Reich Gottes. Ich glaube, die wollten die Fronten klären. Wer ist der Wichtigste?
Und Vers 2, Jesus rief ein Kind zu sich und stellte das mitten unter sie. Ja, wir haben jetzt unsere Kinder alle im Kindergottesdienst geschickt. Aber er rief ein Kind und sagte, hey, da war ein Kind dazwischen, mitten im Gottesdienst. Es hat sehr wahrscheinlich noch keine Kinderkirche gehabt. Und deswegen hat er das dazu gerufen. Es war mitten im Gottesdienst drin. Und sagt, hey, warte, komm mal her. Und er sprach, Vers 3, und er sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie ein Kind, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es sei denn. Und dann erklärt er, um in das Himmelreich erstmal zu kommen, müsst ihr erstmal werden wie die Kinder. Und ich glaube, alle, die im Himmelreich gekommen sind, und da sind wir ja schon, wir sind ja von neuem geboren, wir sind in das Himmelreich hineingekommen. Das Himmelreich ist ja inwendig in uns. Und es kann ja nicht anders geschehen, außer wir werden wie die Kinder. Und dann können wir das Himmelreich in uns hineinlassen. Wenn du dann das Himmelreich in dich noch nicht hineingelassen hast, dann hast du heute die Zeit. Werde wie ein Kind. Werde wie ein Kind und komm zu Jesus. Ganz einfach. Kinder machen das nicht kompliziert mit Jesus. Kinder machen das ganz einfach mit Jesus. Und genauso ist ein Aufruf für jeden Erwachsenen, werde wie ein Kind und komm zu Jesus und lade ihn ein und lebe mit ihm. Und die, die wir jetzt hier schon im Reich Gottes sind und leben, das Reich Gottes inwendig ist, da spricht Jesus ja auch weiter. Vers 4, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wer sich erniedrigt, sich selbst. Oft erwarten wir als Erwachsene, die anderen sollen sich vor uns erniedrigen oder sich demütigen oder. Besonders wenn andere Fehler gemacht haben an uns. Dann haben wir eine Erwartungshaltung, die sollen sich doch mal erniedrigen oder so. Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht von jemandem erwarten, bitte erniedrige dich. Jesus sagt, erniedrige du dich. Er sagt es zu mir, David, erniedrige dich selbst. Das ist meine Aufgabe. Mich selbst zu erniedrigen. Und da sagt Jesus, erniedrigt euch selbst. Erwartet nicht, dass jemand euch erniedrigt. Weist nicht darauf hin, hey, erniedrige dich mal. Nein, das ist deine und meine Aufgabe, um dem Größten im Himmelreich zu sein. Und in Vers 5, dann spricht Jesus weiter. Und wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Eigentlich wollten die Jünger nichts über die Kinder wissen. Da wollten wir gar nicht drüber reden. Das war doch gar nicht ihr Ziel. Sie wollten wissen, wer der Größte ist. Jesus, können wir mit den Kindern über später schon mal sprechen? Mal, die sind ja vielleicht später dran. Erst sind doch wir dran, oder? Wir müssen einen Nachfolger finden. Jesus sagt, warte mal, Moment mal, ich vergleiche das alles mit Kind. Und dann nimmt er ein Kind und sagt, wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und hier setzt Jesus ein Kind im Vordergrund. Und im Vers 6, wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, jetzt sagt er, jetzt so wie dieses Kind hier, was vor mir steht, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß, andere Übersetzung, Abfall zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein in seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Und hier sagt Jesus, wer diesen Kleinen, der an mich glaubt, zur Sünde verleitet oder eine Gelegenheit oder einen Anstoß zu einem gottlosen Handel oder ein Fallstrick diesen Kindern gibt, dem ist besser, einen Mühlenstein in den Hals zu hängen und in die Tiefe des Meeres zu werfen. Ich finde, das ist mal eine harte Aussage von Jesus. Ich dachte, das ist mal die Liebe. Jesus ist voller Liebe und er ist ja, und er möchte ja Menschen für Reich Gottes begeistern. Und er sagt mir, Moment mal, aber der an Kinder so handelt, und hier ist ja zum Anstoß oder zum Fall bringt, zur Sünde, mit anderen eine Gelegenheit gibt, Kindern quasi vom Glauben abzufallen.
Hey, und ich möchte euch sagen, Eltern, wir als Eltern, wir sind verantwortlich für unsere Kinder. Und als erstes schauen die Kinder auf uns. Unbewusst. Die können nicht anders. Und manchmal können wir als Eltern unseren Kindern Fallstricke hinlegen und wir merken das nicht mal. Wir kommen gar nicht dahinter, dass wir den Kindern Fallstricke hinlegen. Unbewusst. Und schau mal, hier sagt Jesus ihnen eine Gelegenheit und er ist, oder eine, zum Abfall oder Anstoß zur Sünde. Wisst ihr, was ich glaube? Es ist nicht nur an uns Eltern, es ist überall so. Es sogar Gemeinden können das so machen, indem die Gemeinden Kinder verachten. Und es gibt Gemeinde, Gott sei Dank nicht diese Gemeinde. Ich glaube, dass es nicht diese Gemeinde ist, die wirklich Fallstricke für die Kinder legen. Und schaut mal, Vers 7. Wehe der Welt der Verführung wegen. Es muss ja Verführung kommen. Doch wehe dem Menschen, der zum Böse verführt. Wehe dem. Einmal die Welt und dann dem Menschen. Und mit dem Menschen sind wir mit gemeint. Genauso gemeint wie Menschen aus der Welt. Wehe dem. Die Welt ist verurteilt, weil Menschen, die Christus nicht angenommen haben, die leben in der Welt, von Jesus getrennt. Aber Jesus sagt, hey, wehe dem. Die sind ja verurteilt. Deswegen brauchen wir Jesus, damit wir Vergebung haben, damit wir nicht verurteilt werden mit der Welt. Aber jetzt sagt Jesus, wehe dem uns, wenn wir nicht auf die Kinder achten. Jesus meint es sehr ernst mit den Kindern. Wow, was für eine Betonung an die Kinder. Was eine Betonung für den Dienst der Kinder. Wenn wir Kapitel 18 nehmen und wir schauen den ganzen Kontext an. Später lesen wir ja ab dem Vers 15, wir haben ja vorher gehört in den ersten Versen, wo wehe dem, der ein Kind verführt. Wisst ihr, man kann ja auch Erwachsene auch verführen. Die üble Wurzel oder mit negativen Reden, schlecht reden, negative Dinge über die Gemeinde, über den Nachbarn, Frau und Mann und Kinder reden. Das können Erwachsene ja genauso. Und Erwachsene machen ja auch Fehler. Aber was sagt Jesus, wie geht mit einem Erwachsenen um, wenn er einen Fehler begeht oder wenn ein Kind einen Fehler begeht? Und andere verführen ihn dazu. Einige Erwachsene werden von anderen verführt. Und im Vers, ab dem Vers 15, immer noch denselben Kapitel 18. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, geh hin und sag ihm das. Oh, wenn er auf dich nicht hört, dann nimm einen Nächsten mit. Und dann redet mit ihm. Und wenn er zu Sünde oder in einen Fallstrick geraten ist, und wenn er der immer noch nicht hört, stellt ihn vor der Gemeinde. Soll die Gemeinde ihm das sagen? Und wenn er auf die Gemeinde immer noch nicht hört, behandelt ihn wie ein Zöllner. Wisst ihr, so geht Gott oder Jesus mit Erwachsenen um. Aber wehe einem Kind, wehe, diesem Mensch ist lieber ein Mühlstein um den Hals und in die Tiefe des Meeres zu werfen. Ich finde das mal eine harte Rede von Jesus. Mit einem Erwachsenen könnt ihr so umgehen. Gebt ihm immer wieder eine Chance und immer wieder. Aber lasst ein Kind verführen. Jesus möchte keine Menschen umbringen. Nein. Aber ich verstehe die Betonung von Jesus, von Vergleich von Erwachsenen zu den Kindern. Wie wertvoll die Kinder in Augen von Jesus sind, um in den Kinder zu investieren, damit sie nicht in einen Fallstrick fallen, damit sie beim Glauben bleiben, damit sie bei Jesus bleiben. Und in Matthäus 18, Vers 10, seht zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Dann sage ich euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Und dann sagt er zu ihm, seht zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Verachtet sie nicht. Ja, man kann immer eine kleine Geschichte den Kindern mal erzählen, das ist ja schon mal gut. Die Kinderstundentanten, die machen das da schon. Die kriegen das dorthin. Nein,
Nein, Gott möchte, dass wir sie vom Haus aus erziehen in der Gemeinde und dass wir einen Wert in diesen Kindern sehen. Seht zu. Meine lieben Kinder, Teenies, das ist nicht die Zukunft der Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Wisst ihr, viele Jahre haben wir Verständnis gehabt, ja, das ist hier die Zukunftsgemeinde. Nein, wir wollen nicht, das ist keine Zukunft der Gemeinde, das ist die Gemeinde. Die gehören in das Reich Gottes hinein, genauso wie du und ich. Früher dachte ich, ja, auf der Bühne zu stehen, ja, das ist mein Dienst. Heute denke ich anders. Wow, den Kindern dort oben zu dienen in der Kinderkirche, das ist mal ein Dienst. Ich predige nicht gerade zu den Größten im Reich Gottes. Da sind andere momentan unterwegs. Ja, wir sind nicht die Größten, die Kinder. Und werdet wie die Kinder. Und Jesus sagt an diesen Kindern, ein Appell auch an die Kinder, an diese Generation. Deswegen, vergleicht Jesus nochmal das mit den Schafen. Im Vers 12. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99 auf dem Berg, geht hin und sucht das verirrte Schaf. Die kennen wir doch, die Geschichte. Es geht um das ein verlorene Schaf. Aber lasst uns weiterlesen. Und wenn es geschieht, wenn doch eins verloren geht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Vers 14. So ist auch nicht der Wille bei unserem Vater im Himmel, dass er nun eins von diesen Kleinen verloren werde. Hier sagt Jesus, ein von diesen Kleinen, von den Kindern. Hey, wenn ein Erwachsener sich vertut und den Mann ermahnt hinten vor der Gemeinde und, behandelt ihn so. Aber für den Kleinen, dort spüre ich, wie Jesus sagt, dem müsst ihr hinterher. Diesem Kleinen, diese Generation, da müsst ihr hinterher. Die brauchen jemanden, der sie wieder zurückholt, wenn jemand sich verirrt, wenn jemand einen Fallstrick bekommt. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie einen Kindergottesdienst geleitet. Noch nie. Ich habe Respekt vor denen, die das tun können. Wow, ich denke, was für Männer und Frauen, die das tun. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, was soll ich ihnen sagen? Verstehen sie mich oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Und einmal habe ich für die Teenies predigen sollen. Und dann denke ich, ja, wie erkläre ich ihnen das mit meiner Sprache? Verstehen sie mich? Über Wiedergeburt und so. Was denken die denn über mich, wenn ich sage, du musst von neuem wiedergeboren werden? Dann denke ich, die verstehen das doch gar nicht. Wie erkläre ich ihnen das? Ich weiß nicht, manchmal fehlt mir etwas dort. Aber es gibt Personen, die das können. Gott beruft Menschen dafür. Und ich bin total begeistert, die dazu berufen sind. Und ich weiß, es gibt mehr, die berufen sind, aber die ziehen sich zurück. Naja, lassen wir die anderen mal dran kommen. Wisst ihr, dass wir eine Generation heute, die Jesus mehr brauchen als je zuvor? Die digitalen Medien haben sie erfasst und die Fallstricke sind so viel gelegt worden. Und die legt man heute noch in Schulen, durch Medien, durch viele verschiedene Sachen. Und ich verstehe, dass Gott uns aufruft. Ich bin begeistert, dass wir hier in der Gemeinde in Emanuel Kinderland haben, dass beim Kaffee trinken die Kinder betreut werden. Und ich glaube, das ist kein Gedanke eines Menschen gewesen. Ich glaube, das war ein Gedanke Gottes, der das ins Leben gerufen hat. Vom Geist Gottes inspiriert, dass die Kinder sich in der Gemeinde wohlfühlen. Als Kind, oh, ich denke, wenn ich heute noch mal ein Kind wäre, wäre ich, glaube ich, bei den Ranger. Das war mein Kind, wir haben Floß gebaut, wir waren draußen in der Wildnis, wir waren unterwegs auf den Bäumen, das war unser Leben. Mit Edgar Dallinger haben wir mal einen Wandertag mal geplant und dann fing das so an zu regnen, wir sind in der Matsche gefallen, dann hat Victor Fischer das alles da mussten wir zu Hause bleiben, sind wieder zurückgegangen. Ich war so traurig. Wisst ihr, in den Jahren ändert sich das Leben ja so ein bisschen.
Ich bin ja nicht alt, ich bin sehr jung, aber so manchmal so eine Isomatte zu liegen in so einem Zelt oder in so einer Kote, Manier, das bedeutet Überwindung. Ich sag's euch, das ist meine Erniedrigung für mich. Ich muss mich selbst erniedrigen, mal in so ein Zelt mal wieder reinzukrabbeln. Ich liege lieber in einem Wohnwagen. Oh, das ist mein Bett. Das war sie zu Hause, mein zweites Stück zu Hause dort. Wir lieben und wir mögen mit dem Wohnwagen unterwegs sein. Aber meine Lieben, ich sag's euch, wenn ich auf so einem Kindercamp bin, wir waren jetzt auf dem Jugendcamp in Wasum dort. Ja, dann ist das alles so nachts, die Feuchtigkeit kommt herein, alles so ein bisschen so ungemütlich, der Boden ist so hart. Oh, was für eine Erniedrigung. Ja, das muss ich mal über mich ergehen lassen. Aber wenn ich die Kinder sehe, wie sie Jesus begegnen, wenn ich die Tränen in ihren Augen sehe, wenn diese Kinder Jesus begeistert, für ihn tanzen, dann springt mein Herz innerlich. Dann ist diese Erniedrigung, mal auf eine Isomatte zu schlafen, das ist gar nichts. Die Begeisterung zu sehen, wie Kinder Jesus anbeten, die überwiegt über alles. Dann ist der Boden nicht mehr zu kalt und tun die Knochen auch nicht mehr weh. Weil wenn wir mit den Kindern dort vor Ort tanzen, die Knochen kommen in eine Bewegung. Ja, und dann ist der ganze Schmerz aus der Nacht, der geht einfach raus durch den Tanz. Meine Lieben, ja, es gibt eine Art von Erniedrigung und das muss ich selbst machen, das musst du machen. Auf welche Art begegnest du Kinder? Und ich, auch wenn ich nicht so gut zu den Kindern reden kann, aber mein Herz schlägt für diese Generation, meine Lieben. Jesus sagt, die Kinder, das sind die Größten im Reich Gottes. Wisst ihr, und mein Herz brennt, dass wir als Gemeinde dafür beten. Wir können ja beten, dass irgendjemand aufsteht. Ja, das ist gut, dass wir beten, das ist auch richtig. Aber ich weiß, Gott spricht zu einigen Herzen, die dazu berufen sind. Wisst ihr, einmal sind wir dort in Bassum im Kindercamp gewesen. Und dann stehen wir da so an der Schlange zum Essen und die Kinder gehen da so rein. Und da ist so eine ältere Dame, die ist schon längst in Rente gewesen. Aber das war für sie kein Problem. Sie steht da beim Essensausgabe, sie hat dort gekocht. Sie hat einfach die Liebe Gottes ausgestrahlt und sie, ach, das sind für diese Kinder, damit sie Jesus erleben. Und sie füllt einfach die Teller. Wisst ihr, das Essen hat dreimal besser geschmeckt als je zuvor. Weil sie einfach die Liebe Gottes über dieses Essen ausgestrahlt hat. Sie hat einen Hunger gehabt. Sie hat ein Verständnis für die Kinder gehabt. Sie kann nicht zu den Kindern predigen, aber Essen konnte sie machen. Warum? Das ist genau dasselbe. Das ist für das Reich Gottes investieren, für die Größten. Und sie investierte als Rentnerin so sehr mit voller Begeisterung. Und wenn ich sie sehe, dann denke ich, wow, sie brennt wirklich für diese Generation. Ja, sie muss sich selbst erniedrigen. Sie könnte ja wohl ihr wohlverdienter Rente doch genießen, oder? Ja, das kann sie auch, hat sie auch. Aber sie nimmt sich bewusst Zeit für diese Generation, damit diese Kinder Jesus begegnen. Und mit so einer Liebe hat sie das Essen verteilt. Und ich denke, Jesus, das bist du persönlich. Das ist doch nicht sie. Nein, nein, nein. Das war förmlich. Da konntest du Jesus durch diese Frau sehen. Mit ihrem Rentenalter hat sie sich erniedrigt und sagte, dieser Generation will ich dienen. Deswegen, wer ist der Größte im Reich Gottes? Unsere Kinder. Wisst ihr, ich habe eine Wertschätzung, besonders Personen, die Kinder adoptieren, Kinder aufnehmen. Wir haben ja hier Familien, die hier Kinder außerhalb durch Jugendamt aufnehmen und so. Hey, das ist ein Dienst für Gott. Es ist so wertvoll. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde in diese Generation investieren. Und ich liebe unsere Kleingruppen. Ich bin total begeistert. Ich liebe unsere Männerkleingruppe. Ich bin ganz gerne dabei und das tut mir auch gut. Und das muss alles sein. Alles hat seine Zeit. Hey. Aber ich schaue, wir haben zwei Teenie-Kleingruppen. Zwei. Und in meinem Herzen, Herr, es darf nicht sein. Es muss mehr sein.
Es müssen mehr Teenie-Kleingruppen stattfinden. Wir haben 2 Teenie-Leiter. Tobias Friesen und Celine Naumann. Ich habe einfach Respekt vor denen, die sich das annehmen. Und ich bin Gott dankbar für sie, dass sie diese Generation annehmen. Meine Lieben, aber ich möchte heute beten mit euch. Und wir werden gleich beten. Für Emanuel Kinderland, für Ranger, für Teenies, Jugend, für die Kinderkirche. Und in Lukas 10, Vers 1, danach aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie je zu zweit vor sein Angesicht ihm her, in der Stadt und an jedem Ort, wo er selbst kommen wollte. Jesus sandte die Jünger aus. Und er sandte sie dorthin, wo er selbst hingehen wollte. Jesus wollte hingehen und hat gedacht oder verstanden, ich muss mich multiplizieren. Ich muss hingehen und jemand aussenden. Dort, wo ich hingehen wollte, sollen andere für mich gehen. Und in Vers 2, und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Meine Lieben, und das möchte ich beten. Ich möchte beten, dass der Geist Gottes Herzen berührt für die Ernte. Da, wo Jesus selber hingehen wollte, damit du dorthin gehst. Damit dein Herz für diese Generation anfängt zu brennen. Damit dein Herz anfängt, ein Glauben zu bekommen für diese Generation. Einige denken, ja, was verstehen Kinder? Nein, Kinder verstehen viel. Erst recht die Kraft Gottes. Der Heilige Geist wiegt auf die Kinder manchmal, oder ich sehe das so, bald mehr als über Erwachsene. Erwachsene haben schon 20, oh, weiß ich nicht, das muss ich mir mal abwägen. Oh, ob das alles göttlich ist. Oh, was die Kirche mal falsch gemacht hat. Und was der mal nicht so gemacht hat. Und der hat mir das mal so gesagt. Ob das alles so richtig ist. Kinder stehen da, oh Jesus, dich gibt es? Ja, komm in mein Herz. Ohne eine Frage zu haben. Ohne einen Vorwurf. Die erniedrigen sich ganz einfach vor Christus. Bei denen geht es ganz einfach. Lass uns so werden wie Kinder. Und einfach sagen, Herr, wenn du mich berufst für einen Kinderdienst, für einen Teenie-Dienst, für einen Jugenddienst, hier bin ich. Ich öffne mein Herz dafür. Wir hatten mal bei uns in Löning einen, der war knapp an die 70, hat sich bekehrt. Wow, wir haben uns gefreut für ihn. Aber wir mussten mit ihm einmal in eine Kinderstunde wieder zurück. Weil er sich erst mit 70 bekehrt hat. Einige Kinder waren viel weiter mit Christus unterwegs als diese 70-Jährige. Er hat es nicht vorher an seinem Leben ergreifen können. Wie wertvoll ist das, wenn Kinder von klein auf Christus in seinem Herzen tragen und mit Jesus leben. Wisst ihr, und eine Sache, wovon ich fest überzeugt bin, wenn Kinder Jesus in ihr Herz lassen, da kommt doch der Siegel Gottes drauf. Jesus versiegelt sie persönlich. Und ich weiß gar nicht, wen ist es möglich, diesen Siegel da mal rauszunehmen? Wen? In Offenbarung lesen wir, ich habe niemand würdig gefunden, der überhaupt einen Siegel abnehmen kann. Niemand. Außer Jesus. Aber Jesus nimmt den Siegel nicht weg. Noch weder bei den Schriftrollen, noch weder bei uns oder unseren Kindern. Diesen Siegel, was wir versiegelt sind oder unsere Kinder versiegelt sind, den nimmt Jesus nicht weg. Auch wenn die Kinder mal eine Phasen haben, die mal die Gemeinde verlassen oder irgendwo verirren. Meine Lieben, dieser Siegel sitzt. Wow. Die werden die Welt nie genießen können. Nie. Auch wenn sie mal Momente haben, wo sie weggehen. Die Welt ist für sie ungenießbar. Warum? Der Siegel Gottes sitzt in dem Herzen der Kinder. Und es lohnt sich, alles dafür tun, um damit diese Kinder diesen Siegel im Herzen halten. Ich möchte dich aufrufen zum Gebet. Lass uns aufstehen. Und nach Lukas 10 gemeinsam dafür beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte.
Jesus hat zu sehr diese Kinder in den Fokus gestellt. Wehe dem, der einen Fallstrick den Kindern vorlegt. Ist besser, mit einem Mühlenstein ins Wasser zu werfen, in die Tiefe des Meeres. Wehe den. Meine Lieben, wir wollen keine Fallstricke, wir wollen genau das Gegenteil. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir für diese Gemeinde, für all das, was hier schon an Offenbarung hineingekommen ist, an den Kinderdienst, Herr. Ich danke dir für jeden Mitarbeiter im Reich Gottes, Herr, in den Kinderdienst, mein Gott. Ich danke dir dafür, von ganzem Herzen, Herr, in der Kinderkirche, als Teammitarbeiter, mein Gott, Herr, in den Ranger-Mitarbeiter, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, Herr, für die Jugendmitarbeiter, Herr. Ich danke dir dafür, für diese junge Generation, mein Gott, Herr. Herr, und ich bete ganz besonders, Herr, dass du aussendest, Herr. Sprich in den Herzen hinein, diesen Kindern, Herr, zu dienen, Herr, sich selbst zu erniedrigen, Herr, und diesen Großen im Reich Gottes zu dienen, mein Gott, Herr. Heiliger Geist, berühre du jede Person jetzt, Herr. Denn das ist dein Wille. Herr, dass unser Fokus auf die Größten im Reich Gottes fällt, das sind die Kinder. Von dir geliebt, Herr. Von dir bestimmt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und die Herzen berührst. Everybody knows it, but me. And we busy with our neighbors. We're popping off the strangers. We tell them, see you later next. You and me, we disagree. But it doesn't mean, we can't love each other. Let's go back to the basics. Where love is invasive, yeah. It's the greatest, it's the greatest. Back to the basics. Where love is invasive, yeah. It's the greatest, it's the greatest. Stop building these fences. Stop mending these fences. And love like Jesus, baby. That's the greatest. What about the real ones who in and out of season? They love without a reason. Why? Maybe nothing makes sense no more. Maybe we can open up our doors. Maybe we can be like the Lord. Listen up, slow down. Take a pause, put your guard down. Love each other. Back to the basics, where love is invasive, yeah. It's the greatest, it's the greatest.